Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ihr Wormser Montagsmagazin. Zeit des Aufbruchs heißt unser Beitrag. Das heißt, wir wollen nach vorne blicken. Es tut sich etwas. Die Bundesregierung plant, die epidemische Lage nicht zu verlängern. Also positive Signale. Wir haben es hoffentlich bald geschafft mit Corona. Ein Wormser, der in besonderer Weise von Corona beschäftigt war und betroffen war, das ist der Wormser Unternehmer Christian Ruppel. Er hat schwierige Zeiten hinter sich, aber er ist einer, der niemals aufgibt. Guten Abend, Christian. Hallo, guten Abend. Wir wollen reden über einige Projekte, die du im Sinn hast. Wir haben hier schon ein kleiner Hinweis, steht schon da. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Christian, du warst etwa vor einem Jahr unser Gast und da sah es ganz dunkel aus. Wenn du dich erinnerst an den Herbst 2020, welche Gefühle sind da in dir? Ja, es, wie du schon gesagt hast, also es war extrem viel im Wandel. Wenn du siehst, du hast ein Unternehmen, das funktioniert und dann wird innerhalb von 3 Tagen der Stecker gezogen, die ganzen Kunden sagen Aufträge ab, dann war das schon echt eine schwierige Zeit. Da siehst du deine Existenz dahinschwinden. Ich habe immer gesagt, ich sehe mich unter der Rheinbrücke schlafen mit meiner Familie. Weil ich Unternehmer und auch den Kopf nie in den Sand stecke, habe ich mir viele Sachen einfallen lassen. Ein paar haben gut funktioniert, ein paar weniger gut, aber es ging auch ums Machen und den Kopf irgendwie immer in Bewegung halten. Und ich sage mal jetzt so, im Nachhinein muss man sagen, sind wir gut da durchgekommen. Es hat verbrannt, muss man sagen, aber ich sage mal, ich bin jetzt auch auf neuem Wegen. Man sondiert sich ja, guckt, was ist die Lebensaufgabe, wo sieht man sich in der Zukunft. Und das war auch, ich hatte viel Zeit zum Überlegen. Und ich sage mal, im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir jetzt wirklich auf einem guten Weg. Und es läuft auch wieder an, muss man sagen. Es gibt einige Aspekte, die sich vielleicht auch positiv entwickelt haben. Können wir gleich noch drüber sprechen. Aber diese Phase vor einem Jahr, die war ganz besonders. Und wir haben, liebe Zuschauer, ein paar Aussagen von Christian vorbereitet von damals. Das war sehr schwierig. Und wir sind sehr froh, dass er heute hier ist, immer noch als Unternehmer. Wir schauen da kurz rein. Die Veranstaltungsbranche, die Gastronomie, die Hotellerie, das sind Bauernopfer, wenn man mich fragt. Weil man hat sich nicht wirklich Gedanken gemacht. Und die Bereiche, die jetzt geschlossen werden, sind eigentlich die, die mit Konzept, die uns ja auch vorgegeben worden sind, sich darum bemüht haben, dass das Infektionsgeschehen das gar nicht stattfindet. Und alles das verlagert sich jetzt in den Bereich, den man nicht mehr kontrollieren kann. Und da findet meines Erachtens, und das hat ja auch das RKI die Woche schon bestätigt, das Infektionsgeschehen statt. Das heißt, wenn die Gaststätten und die Kneipen zu haben, dann werden die Leute sich privat treffen, auch wenn sie es nicht dürfen. Aber es sind so viele Fälle, die wir in der Presse schon gehört haben, wo sich dann Menschen illegal im Keller irgendwo, die lassen sich nicht verbieten und da wird es stattfinden und dann halt unkontrolliert. Und ich finde es einfach nur, und deswegen sage ich Bauernopfer, ich finde es ungerecht, den Menschen, die wirklich jetzt auch Geld investiert haben in Schutzmaßnahmen, in Plexiglaswände, in alles, was es dazu gibt, dass man den jetzt einfach zuschließt. Und ich unterstelle der Politik einfach, dass sie sich zu wenig Gedanken gemacht haben und dass wir wirklich jetzt das Bauernopfer sind. Einfach nur mit Aktionismus, dass das auf dem Zettel steht. Ich finde es nicht korrekt. Das ist ein Tod auf Raten. Ja? Zwischendrin kommt mal wieder ein kleines Paket, dann helfen sie mit ein paar Prozent von der Miete oder irgendwelchen Leasing-Geschichten, die bei uns laufen. Da wird ein Teil übernommen. Ist schön, freut mich, aber tatsächlich ist es so, dass es massiv Geld verbrennt und auf kurz oder lang geht mir die Puste aus. Rückgang waren es jetzt, glaube ich, 90% vom Umsatz vom letzten Jahr. Wir sind da in einem 7-stelligen Bereich und ich sag mal, so wie es aktuell ausgeht, wenn jetzt nichts mehr passiert, wenn der Lockdown generell da bleibt und wir keine Veranstaltungen auch im kleineren Sinne mehr machen können, dann ist spätestens im Februar, März, geht bei uns die Lichter aus. Und dann sind, und das ist ja genau der Punkt, meine Mitarbeiter sind zwar in Kurzarbeit, aber ich bin der, der vorne rudert. Und wenn mir vorne die Puste ausgeht, dann sind auch die Mitarbeiter arbeitslos und landen nach 12 Monaten im Hartz IV. Und in dem Sektor kriegen sie, sag ich mal, die nächsten halbe Jahr wird es da keine Arbeitsplätze geben. Also die Branche steht vor einem katastrophalen Zustand aktuell. Also tatsächlich, unsere Branche ist ja ultra heterogen, sehr breit aufgestellt. Es gibt ganz viele Einzelkämpfer, die sogenannten Solo-Selbstständigen. Das hat ja mittlerweile jeder schon mal gehört, das Wort. Auch ich habe 9 Festangestellte, aber bestimmt 50 Freiberufler, die für mich immer regelmäßig mal arbeiten. Alle diese Menschen unter einen Hut zu kriegen, war bis dato nicht möglich. Beziehungsweise jeder hat halt für sich selbst gekämpft. Jetzt kommt langsam Fahrt rein. Auch ich bin jetzt in einen Verband eingetreten, um einfach dem Ganzen eine Lobby
zu bekommen, ja, dass wir eine Sprache sprechen. Und zum Glück gibt es das Bündnis Alarmstufe Rot, das zum Beispiel heute auch wieder in Berlin zur Demo aufgerufen hat. Ich weiß noch nicht, wie viele da waren, aber es sind laut den Bildern, die wir gesehen haben, sehr, sehr viele. Und beim letzten Mal waren es zwischen 15.000 und 17.000 Menschen. Da geht es darum, dass auch die Branche ein Gesicht hat. Also ganz klar, es ist nicht einfach nur eine Firma, es sind Existenzen, es sind Personen, es sind Gesichter. Und je mehr wir gesehen werden draußen, umso mehr muss den Leuten einfach auch, das heißt immer so schön, wenn die Menschen da keinen Bezug dazu haben, naja, es ist halt eine Veranstaltung, die da ausfällt. Naja, es ist halt nur ein Laden, der zumacht. Nein, es sind Existenzen, es sind Personen, die sich irgendwas aufgebaut haben, die jetzt darunter leiden und am Ende vielleicht pleite sind. Ja. Und ich sage immer, viel hilft viel. Und ich finde die Aktion super, weil daraus sieht man auch, wer überhaupt in der Branche alles arbeitet. Und es sind nicht wenige. Ja, sehr emotionale Worte auch, Christian. Ein Jahr später, es war eine ganz besondere Situation damals. Es war für alle sehr belastend und für dich in besonderer Weise. Wenn du das heute siehst, was geht dir durch den Kopf? Es ist schon tatsächlich sehr emotional, auch wie ich damals so agiert habe. Man muss sagen, es hat sich ja eigentlich noch viel länger gezogen. Ja, also so richtig kann ich sagen, ist im April dieses Jahres so ganz zögerlich sind ein paar Events stattgefunden und zwar auch sehr lokal. Also wir sind ja normal europaweit unterwegs, aber es hat sich fast alles hier in Worms abgespielt, ein paar Ausreißer. Und da muss ich auch, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, mich auch bei der öffentlichen Hand bedanken, weil dieses Jahr haben fast nur öffentliche Veranstaltungen, die aus Kultur, aus dem Landesetat oder sonst Elchenbogenpötten gefördert wurden, stattgefunden. Also in Worms war das die Luther-Geschichte, Nibelungenfestspiele. Muss ich wirklich sagen, danke, dass das jemand, der Sascha Kaiser und auch die KVG, sich getraut haben, das zu machen. Da gab es ja auch böse Worte, die dagegen gesprochen haben. Aber das waren dann so Sachen, die uns auch wieder Antrieb gebracht haben, weil, sage ich mal, unsere anderen Säulen im privaten Wirtschaft, die haben sich nicht getraut, weil kein Veranstalter macht eine Veranstaltung mit einer halben Kapazität. Also man hat ja immer nur Margen. Nicht jeder, der reinkommt, ist auch gleich Gewinn, sondern man braucht eine gewisse Deckung an Gästen, um seine Fixkosten zu decken. Und das geht mit einer halben Kapazität, macht man keine großen Sprünge. Und wir haben ja auch mit 500 Gästen teilweise angefangen. Also eine Veranstaltung, die sich ja etabliert hat bei uns auf dem Hof, das war ja unsere eigene Initiative, das Open Air mit dem Kino und den Schirmchen. Das war auch eine schöne Sache, aber da kann man keine großen Gelder bewegen, wenn ich 150 oder 200 Gäste da nur platzieren kann. Ja? Das mit dem Aufwand, den es betrieben wird. Und deswegen war ich froh, dass wir die öffentliche Hand hatten und das hat uns ein Stück weit dieses Jahr dann auch transportiert und uns geholfen. Und jetzt ist, sage ich mal, für den Frühjahr 2022 ist jetzt Licht am Ende des Tunnels, sofern nichts mehr passiert. Also die Großveranstaltung planen, wir hatten heute gerade zwei Telcos, also das große Geschäft mit 5.000 und mehr Gästen wird dann im Frühjahr, denke ich mal, wieder stattfinden. Das ist eine Perspektive, die ist euch auch zu wünschen. Wir hatten damals gesprochen, hier bei uns, aber auch fürs ZDF. Und du hast gesagt, das war für viele, auch Freiberufler, sehr belastend für die Psyche auch. Also das war finanziell eine große Herausforderung. Die Leute haben aber auch im Kopf sehr darunter gelitten, wenn du das kurz beschreiben könntest. Ja, also ich habe ganz viele Freiberufler, die für mich arbeiten. Es sind zum Glück noch ein paar übrig geblieben. Es sind aber auch sehr viele abgewandert. Das wird uns jetzt auch, der Umkehrschluss wird jetzt stattfinden. Also ganz viele Veranstaltungen, die aufgestaut sind, werden jetzt abgespielt. Das heißt, nächstes Jahr werden wir eine Eventflut bekommen. Aber es wird zu wenig Personal geben, weil viele Freiberufler, die durch dieses Raster der Förderung gefallen sind, sich anderweitig orientiert haben. Die sind jetzt in normalen Jobs, 9-to-5, irgendwo angestellt, machen was anderes, die stehen der Eventbranche nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Verknappung für nächstes Jahr und wir versuchen jetzt schon, die Sachen, die wir wissen, unsere Freiberufler zu blocken. Ich bin in der guten Lage, dass mal alle meine Mitarbeiter da geblieben sind. Im Gegenteil, ich habe jetzt sogar noch neue einstellen können, da bin ich auch froh drum, weil einfach die Perspektive da ist und ich sehe, dass ich diese Menschen brauche. Wir bereiten uns gerade darauf vor. Aber es wird auf jeden Fall nächstes Jahr eine spannende Zeit, das alles so abzuarbeiten, ist tatsächlich ein Umkehrschluss, der stattfindet. Ja. Also viel Durchhaltevermögen war da nötig. Das heißt, wie habt ihr es geschafft? Du hattest angedeutet, es war eng. Was war der Punkt? Vielleicht gab es einen Tag, eine Woche, wo du auch das Gefühl hattest, jetzt können wir es noch schaffen. Nee, es war so ein Umdenken. Ja. Ich habe ja auch neue Sachen erobert. Es war ja dann überall Streaming im Angebot. Und eigentlich sind wir ja außerhalb von unserer Halle. Da habe ich in unserer Halle zwei Studios gebaut und habe das angeboten. Da hatten wir erst gar keine Aufträge und haben einen Spaßfaktor da drin. Quarantäne TV war ja ein Begriff mit dem Peter Engler zusammen. Und
Und daraus haben sich aber dann, weil wir auch Werbung gemacht haben, wieder Kunden akquiriert und ein neues Feld. Und es waren dann erst lokale Kunden, die zu uns gekommen sind und ihre Tagung oder ihre Wirtschaftszahlen da aufgezeichnet haben. Es war ein komplett neuer Geschäftsfeld, den wir akquiriert haben. Und zum Beispiel daraus resultieren, weil wir es gut gemacht haben und ich ein gutes Netzwerk habe, haben wir den Kunden E.ON gewonnen. Also wir waren bei der CEO-Einführung in Essen und meine Jungs fahren zum Beispiel morgen wieder mit 8 Mann dorthin in die Zentrale, weil dort auch wieder neue Produkte vorgestellt werden. Das ist ein neuer Kunde, eine neue Agentur. Und so ist ein neues Geschäftsfeld entstanden, aber auch nur, weil ich halt permanent aktiv war und irgendwas getan habe. Ja, du bist auch sehr viel in der Presse gewesen. Man hat dich gesehen. Das waren Eigenläufe. Und du hast auch gesagt, unter den Unternehmern, was vielleicht vorher eher eine Konkurrenzsituation war, ihr habt eine gewisse Solidarität untereinander entwickelt, euch auch mehr organisiert. Wir haben die Demos, die du angesprochen hast. Ist das immer noch so? Spürst du, dass das Netzwerk vielleicht enger geworden ist und man sich auch mehr gönnt als vorher vielleicht? Das auf jeden Fall. Also wie ich schon gesagt habe, Bündnis Alarmstufe Rot, das hat funktioniert. Und habe ja selbst von Bundestagsabgeordneten, die hier aus der Gegend kommen, gehört, ihr braucht eine Lobby. Und das ist jetzt, was sich gebildet hat. Das muss natürlich noch wachsen. Ja? Wir sind da noch lange nicht wie die Autoindustrie, die einmal im Autogipfel schnippt und dann sitzen sie alle da. Aber wir haben zumindest ein Gehör und da ist noch viel Arbeit zu leisten. Aber die Kollegen untereinander haben sich jetzt schon so vernetzt und ich sag mal, sich gegenseitig niederzumachen, bringt nirgendwo was. Es ist besser, wenn man forciert in eine Richtung zusammenarbeitet und ich sag mal, es ist auf jeden Fall besser wie vor Corona. Man hat sich da, das hat schon zusammengeschweißt. Also eine möglich positive Entwicklung bei all dem, was so schwierig und kompliziert war. Wir wollen reden über ein Thema, das auch ein Signal des Aufbruchs ist und das ist die Winterrevue in Worms. Also wer durch Worms fährt, der sieht es an allen Ecken und Enden. Ihr macht da ganz gut Werbung für. Im offenen Kanal dürfen wir keine Werbung machen, aber wir dürfen drüber sprechen, weil dieses Event tatsächlich ein sichtbares Zeichen des Aufbruchs ist. Christian, wie kam es zu dieser Idee? Ich kann es ja sagen, du bist da der kreative Kopf dahinter und der alles organisiert. Wie kam die Idee zustande? Also es ist tatsächlich ein Abfallprodukt von der Corona-Zeit. Ich hatte ja im ersten paar Monaten hat ja keiner was gemacht. Also wie gesagt, gut, ich versuche irgendwas selbst zu veranstalten. Um Geld zu verdienen und meine Mitarbeiter irgendwie zu beschäftigen. Und dann haben wir ja mit dem Autokino angefangen, dann gab es das Hofkino, dann haben wir eine Halloween-Veranstaltung gemacht und so ist der Gedanke gereift letztes Jahr im November. Ich war schon immer Teil eines Projektes in der Richtung und ich habe auch ein großes Netzwerk, man kennt die Künstler und die Technik, die war schon immer mein Bereich, aber dann habe ich gesagt, gut, dann lass so ein Ding komplett machen. Und ich habe immer das Problem, dass 5, 6 Veranstaltungen am Wochenende zeitgleich laufen, aber mein Herz stickt doch tatsächlich dann, in so einer Nummer komplett zu planen, dabei zu sein und auch beim Woben haben wir es auch so gehabt, ich habe täglich die Leute begrüßt vorne mit dem Patrick Mais vom Kino hier zusammen und da bin ich viel mehr an der Materie und auch am Gast dran. Es macht wirklich Laune, auch die Reaktionen von den Menschen zu sehen und so bin ich halt dazu gekommen, gesagt, lass das Projekt komplett machen, ich organisiere ein Programm, ich suche mir eine Location, da ist das Wormser dann quasi rausgekommen, ich buche die Künstler, ich kümmere mich auch ums Essen. Das ist tatsächlich, also das ist eine komplette Veranstaltung über uns. Ich habe keine externen Dienstleister dabei, sondern wir kümmern uns wirklich komplett um alles. Und daraus sind jetzt auch im Nachhinein muss ich sagen, eine eigene GmbH entstanden. Wir haben 25 Angestellte, die jetzt quasi an diesem Projekt arbeiten. Das muss mich auf die Zunge zergehen lassen. Das ist dem nichts quasi, jetzt so ein Ding da aufzubauen. Und da bin ich auch teilweise, muss man sagen, stolz drauf, dass es jetzt so weit gegangen ist. Und vor allem, es wird auch angenommen. Also das wird eine großartige Veranstaltung und die Verkaufszahlen jetzt sind schon echt exorbitant. Also die Wochenende sind so gut wie alle ausverkauft und man merkt auch, dass die Menschen wieder Lust drauf haben. Und ich freue mich extrem auf diese Zeit. Das spürt man. Ja. Wenn du es kurz umreißen kannst, was ist die Winterrevue? Was wird da geboten? Also der Überbeschrift ist, die Lebensfreude zurückzubringen und the show must go on. Ja, also wir kommen aus der Corona-Zeit zurück und das oberste Anliegen ist quasi für die ganze Familie einen schönen Abend zusammenzubringen. Weil was ist das Leben? Was ist das Schönere? Zusammenzusitzen und Zeit zusammen zu verbringen und dann auch noch die Endorphine, die Energie von der Bühne aufzunehmen und rauszugehen und sagen, das war ein toller Abend, das hat mich geflasht. Das ist so der Überbegriff und das möchte ich kreieren. Und ich glaube zu wissen, auf welche Knöpfe man drücken muss bei den Menschen, um diese Emotionen hervorzurufen. Und das ist auch das, was ich schon mal gesagt habe, wenn ich bei einem großen Konzert dabei bin, wo wir die Technik gemacht haben und der Künstler kommt auf die Bühne und 10.000 Leute in der Halle rasten aus. In dem Moment gibt es nichts
Schöneres, weil man sagt, man ist Teil davon. Man hat das mitgemacht und das ist Gänsehaut. Natürlich muss man irgendwo Geld verdienen und den Kühlschrank füllen, das ist die andere Sache. Aber so geht es mir jetzt auch. Und ich habe jetzt quasi mit einem Künstlerkollegen zusammen, dem Fabian Kelly, den ich jetzt auch nach 30 Jahren Berufs-, der wohnt in Oberflörsheim, kennengelernt habe und wir so viele Schnittmengen haben und wir es nie kennengelernt haben, auch sehr witzig, dieses Programm zusammengestellt. Er wird als an meiner Seite das Programm roten Faden aufbauen. Wir haben wirklich sehr gute Künstler bekommen, weil wir auch rechtzeitig gebucht haben. Und es ist ein 3,5 Stunden Programm, bei dem es 4-Gänge-Menü gibt. Also es gibt Essen und Show an einem Abend und man kann mit der ganzen Familie kommen, am Tisch sitzen und eine schöne Zeit verleben. Also klingt gut und ja. Du hast auch ein paar Bilder mitgebracht, da wollen wir kurz reinschauen, auch was das Essen anbetrifft und Ähnliches. Ja. Da habt ihr wirklich euch sehr viele Gedanken gemacht und auch ein eigenes Menü kreiert, das hast du ja schon angedeutet. Ja? Genau, also man muss sagen, jetzt, wenn man es im Nachhinein betrachtet, was... Da sieht man dich auch mit den Mädels. Ja, das ist die angenehme Seite von dem Job in dem Moment. Das ist die Cecilia, das ist auch eine sehr gute Artistin, die auf dem Markt ist, der TJ Wheels, hier mit so einer Jonglagenummer und Rollschuh, Sachen, die man so eigentlich noch nicht gesehen hat. Gerade bei dem Menü muss ich zum Beispiel sagen, das ist ein Punkt, den wir hatten hier aus dem Chapeau, die Anne. Ja. Die Anne kenne ich tatsächlich schon seit 8 Jahren. Wir haben das Palazzo in Mannheim betreut, da war sie mit in der Küche. Und irgendwann haben wir mitgekriegt, dass die Anne im Chapeau im Black and White drin ist, was ja im Prinzip in Worms eigentlich die beste Stelle für Fine Dining ist. Und sie hat für uns dieses Menü kreiert. Wirklich für die Winterrevue? Dafür kreiert. Sie wird auch mit ihrem Namen da einstehen und das Ganze kontrollieren. Ich habe Köche eingestellt, die ich auch über unser Netzwerk engagiert habe. Und sie ist quasi dafür für die Qualitätskontrolle, weil das Chapeau ja weiterhin offen ist. Aber sie wird da wachend drüber, die Köche das Rezept weitergeben, dass das so jeden Abend produziert wird, dass wir immer die Qualitätskontrolle haben. Und dass das so regional jetzt sich so zusammenbaut, ja, das im Nachhinein könnte man sagen, es war ein Masterplan, aber es hat sich quasi so ergeben alles und das freut mich. Also jeden Schritt, den wir getan haben, der hat wie auch immer gepasst. Ja. Das heißt, regional zusammenbaut heißt auch eine regionale Wertschöpfung. Absolut, ja, so ist es. Also du bist da dabei, es gehen Türen auf. Ich lebe halt Netzwerk schon immer die letzten 30 Jahre. Und kleine Anekdote ist zum Beispiel auch, wo man eigentlich den Kopf schütteln muss. Ich wollte einen Opening-Song, einen eigenen Song, der komponiert wird. Ja? Und dann war ich auf der Suche, was nimmst du für eine Musik? Was wird dem Wort Revue gerecht? Dann klickerst du dich so durch die Welt und hörst dir Sachen an, die es schon gibt. Und dann bin ich hängen geblieben bei Mel Brooks, im Musical-Stück The Producer. Und der hat quasi einen Opening-Song. Und dachte ich, ey, cool, den als Instrumental in eigenen Song. Dann habe ich geguckt, dann haben wir, das Stück gab es nicht in Instrumental. Wie willst du denn so ein Sinfoniewerk mit einem, das kann man nicht bezahlen. Also ich könnte jetzt nicht die Sinfonie in Hamburg mieten. Also das ist exorbitant einfach. Ja. Und dann habe ich geguckt, wo man den Song kriegt, nicht zu finden. Dann habe ich weitergeklickt und auf der 10. Seite Google, also da weiß man schon, wenn man 10 Seiten Google durch hat, finde ich eine Spotify-Musikliste, wo die Songs drauf sind, aber dieser Song nicht. Und ich sehe quasi unten rechts der Techniker, ein Techniker von Broadway, den ich vor 10 Jahren kennengelernt habe bei Afrika Afrika. Mhm. Kein Witz. Simon Matthews heißt der Mann. Dann habe ich den angemeldet, kannte mich auch noch, der war gerade in Australien und sagte, ja, guck ich mal auf meine Festplatte, das habe ich mit Sicherheit noch, das kannst du haben von mir. Ja, da die Rechte ja von den Leuten eingehalten wird, ist das überhaupt kein Thema. Dann eine Woche später ist er zu Hause, schickt mir den Song von den Originalaufnahmen vom Broadway, wo ich dann hier in Worms bei Michael Zeim Studio war. Meine Frau hat einen Text geschrieben, wir haben Sänger gecastet und jetzt haben wir quasi einen eigenen Revue-Song im Style der Winterrevue. Und so lief das halt das ganze Jahr schon. Also irgendwie überall, wo du die Tür aufmachst, ergibt sich was, wo ich denke, fantastisch, das läuft, das ist alles so eine Fügung, ja, wie das zusammenpasst. Also auch schön zu sehen, also wir vor einem Jahr unser Skype-Gespräch, du strahlst und man spürt, dass du das mit Herzblut machst. Natürlich, es geht auch ums Geld, aber da ist auch Identifikation mit der Heimatstadt dabei, ja. und ein wohlwollendes nach vorne blicken, was, ja, ich da wahrnehme bei euch. Und der Song, du hast ein Video mitgebracht, ist, ja, es auch der Song, den wir jetzt gleich hören? Ich gehe von aus, dass, ja, es der Song ist, ja. Dann wenn schauen wir auf Deutsch rein. Winterrevue, dann ist es der Song, ja. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Winterrevue! Winterrevue! Winterrevue!
Also da wird einiges geboten. Christian, bist du Moderator am Abend auch? Nein, da habe ich einen Conferencier, den Martin Siop, das ist auch ein bekannter Name. Der wird den roten Abend, den Faden durch den Abend begleiten. Ich begrüße die Menschen vorne an der Theke jeden Abend. Und vielleicht gibt es das ein oder andere Highlight noch, das möchte ich aber noch nicht verraten. Ja, muss auch spontan sein. Ja, klar. Wie ist es mit den Corona-Regeln? 2G, 3G, was ist da geplant? Worms ist ja in Rheinland-Pfalz 2G+. Das hat ja Malu Dreyer irgendwie ins Leben gebracht. Ich gehe davon aus, dass sich das jetzt erstmal nicht ändert, weil die Situation aktuell ja, sag ich mal so, mit den Krankenhaus- und Inzidenzfällen stagniert. Eigentlich ist es 3G. Das Plus würde eine Reduzierung der Getesteten bedeuten, wenn denn im Krankenhaus die Bettenbelegung steigt. Aber da wir nur 250 Sitzplätze haben im Wormser, kommen wir nicht an den Punkt, dass ich quasi die Getestetenzahl reduzieren muss. Also ist es quasi jetzt ordinär 3G. Für uns jetzt persönlich bedeutet, die Leute tragen eine Maske bis am Tisch und ab dann ist quasi ganz normal. Also auch Normalität zu spüren. No. Und gibt's da eine Pause? Wie kann man sich das vorstellen? Also ganz so ein Abend, der auch unterbrochen ist durch, bei Theatervorvorführungen kennt man dann das Horn, das Tute. Genau, nein, so ist es nicht. Also wer keine Dinnershow kennt, es ist quasi 3,5 Stunden am Stück. Es sind 6 Showblöcke und in den Showblöcken wird dann quasi immer jeweils ein Gang präsentiert. Ah, okay. Also es beginnt, dann gibt es die Vorspeise, dann gibt es einen Showblock, dann gibt es den zweiten Gang. Und das machen wir auch tatsächlich, so wie man es kennt, mit der Glosche. Das heißt, das Essen wird geschickt, gibt eine Ansage, Licht, dann kommen die ersten 10 Keller rein und am Tisch wird dann quasi die Glocke vom Essen weggehalten und serviert. Und so kriegen die Gäste, müssen gar nicht aufstehen, die können sitzen bleiben, kriegen am Tisch ihr Essen serviert und danach wird wieder abgeräumt, dann geht's weiter. Super. Gibt's in anderen Städten, man kennt es vielleicht aus Mannheim oder so, gibt es Vergleichbares? Kennst du, wie die Winterrevue in Worms in diesem Jahr, ähnliche Veranstaltungen oder ist das wirklich was ganz Spezielles? Also das gibt es immer mal wieder. Wir sind eine Besonderheit hier, weil wir das in einer festen Location machen. Die meisten Dinnershows, die hier so sind, die sind im Zelt. Mhm. Ich habe mit der Location im Wormser tatsächlich eine perfekte Grundlage, um was Cooles zu machen, weil der Raum es hergibt. Wir haben auch immer wieder Bedenken. Also es gibt Menschen, die haben Bedenken wegen Corona, aber wir setzen 250 Gäste auf 1200 Quadratmeter. Das bedeutet, zwischen den Tischen haben wir echt viel Platz. Ich könnte da die doppelte Menge normalerweise zu normalen Umständen setzen. Das ist schon mal der positive Effekt für Menschen, die vielleicht noch Angst haben. Wenn größere Gruppen buchen, versuchen wir die auch quasi am eigenen Tisch zu setzen. Wenn hier 2 Gäste kommen, dann ist die Chance, dass sie noch mal Tischnachbarn bekommen, hoch. Aber das dürfen wir auch nach der Verordnung. Und was gibt es auch Schöneres, als sich am Abend nicht mal mit irgendwelchen anderen Leuten noch auszutauschen? Das gehört ja auch zum netten Abend dazu. Ja. Natürlich. Und dann entstehen ja auch oft ganz ungeplante, schöne Begegnungen. Ein Wort noch zur Location selbst, das Wormser. Auch wir hatten vor einigen Jahren unseren OKTV-Tag dort. Und das ist seit dem Umbau ist es wirklich was ganz Besonderes auch geworden. Wie ist dein Draht zur KVG, zur Stadt Worms? Wie war das organisatorisch hinzubekommen? Also grundsätzlich sind wir ja schon immer Partner von der KVG und dem Wormser in Sachen Technik, als Technikdienstleister. Jetzt dreht sich der Spieß mal um. Jetzt bin ich auch mal Kunde quasi von der KVG, der diesen Saal bucht. Ich bin, und das war ein langer Prozess, also wir haben ja letztes Jahr im November angefangen, dann hat das locker 6 Wochen gedauert, bis klar war, dass wir diesen Saal für über 2 Monate buchen können, weil das gab es eigentlich vorher noch nicht. Ein Fremdveranstalter, der kommt da rein, der bucht 1 oder 2 Tage. Aber dass jemand kommt und sagt, ich möchte das Ding für 2 Monate haben, weil wir Proben, Aufbauzeit, 27 Shows sind es aktuell und ich habe eine Option noch auf Verlängerung. Das wird sich jetzt abzeichnen, wie der Kartenverkauf ist, vielleicht noch nach Silvester, also das aktuelle Silvester, die letzte Veranstaltung. Danach könnte ich noch was dranhängen, müssen wir mal gucken. Aber das war ein langer Weg, das möglich zu machen, weil auch ein paar Veranstaltungen schon in diesem Zeitraum gebucht waren. Die wurden dann umgelegt wegen mir. Grundsätzlich ist es, glaube ich, auch eine Win-Win-Situation für uns, weil wir eine hochklassige oder ein Hochglanzprodukt da im Haus haben. Und das ist natürlich auch gut fürs Portfolio, sage ich mal, fürs Wormser. In dieser Zeit in Worms, deswegen machen wir es ja auch, ist quasi ja nichts. Ja, und wir wurden schon die vergangenen Jahre mit einem anderen Produkt als
Nibelungenfestspiele im Winter quasi als Pendant dazu dargestellt. Und dadurch, dass wir das wirklich auf einem hohen Level produzieren, wir sprechen schon viele Menschen an, die, glaube ich, da auch ihren Spaß dann haben. Ja. Du sagst, ihr sprecht viele Menschen an. Es gibt auch schon viele verkaufte Karten. Aus welchem Umkreis? Woher kommen die Leute? Der Radius ist dadurch, also andere Shows haben jetzt abgesagt. Also es gab zum Beispiel Palazzo Deutschland, also Mannheim ist ja eine Eigenstellung, die spielen. Aber Palazzo Deutschland hat jetzt gerade vor 4 Wochen abgesagt, weil es da ein finanzielles Risiko natürlich ist, wenn man seine Karten dann nicht verkauft. Ne? Und Darmstadt hat abgesagt. Und somit haben wir ja jetzt auch unsere Werbungsradius erhöht und aktuell buchen Leute von Grünstadt, Mainz bis Bensheim. Also der Einzugsradius ist schon hoch. Die Menschen, die Lust haben, die kommen hierher. Wir haben auch viele Leute, Praxen, die jetzt gebucht haben, ihre Weihnachtsfeiern mit 10, 12 Leuten. Bietet sich an, klar. Bietet sich an. Die sind eh den ganzen Tag schon zu Hause, zusammen bei der Firma. Dann können die auch abends zusammen am Tisch sitzen. Und ich glaube, die sind auch ausgehungert. Letztes Jahr keine Weihnachtsfeier, das holen die jetzt nach. Und wir sind da echt guter Dinge. Ja. Super. Also was ich besonders finde, ist, dass alles aus einer Hand kommt. Eigenes Menü kreiert, eigenen Song. Mhm. Die waren ja wirklich auch bei dir, die Damen in der Halle. Also ja. Das sind keine Fotos, die einfach eingekauft wurden. Das ist alles selbst gemacht. Genau. Damit können wir uns hier bei den Bürgermedien sehr gut identifizieren. Das ist wirklich toll. Wenn du nach vorne blickst, du darfst ja auch jetzt nicht zu Vertragsinhalten Dinge sagen, aber wenn die Open-Air-Saison wieder beginnt, gibt es da Dinge, auf die du dich jetzt schon besonders freust? Einige Konzerte, Künstler, darfst du da was sagen? Also wir sind in Verhandlungen, gerade heute waren mehrere Telcos bei uns über Open Airs. Da sind ein paar wirklich gute Sachen im Gespräch, mit auch so das Größte, was man so in Deutschland sieht oder wo gerade Tickets verkauft werden. Da sind wir noch in Verhandlungen und gucken, wie wir uns da platzieren. Mhm. Ich würde sagen, dass die Zukunft auf jeden Fall für uns wirklich gut aussieht. Da freue ich mich auch, dass wir jetzt so durchgehalten haben, dass meine Mitarbeiter vor allem alle da geblieben sind. Müssen nur auch gucken, dass wir es jetzt auch gestemmt bekommen auf dem Level, wo wir es machen wollen. Wird eine gute Sache. Klar, soll ja auch auf dem gewohnt hohen Niveau stattfinden und nicht nur wir machen es halt, sondern wir machen es mit der Qualität, die ihr Das ist sowieso hat. Generell mein Anspruch. Also ich mache keine halben Sachen, ich versuche es gut zu machen und ja. Christian, vielen Dank. Also wir haben gesprochen in den ganz dunklen Stunden und da ist es auch toll, dass du dich gestellt hast. Aber auch heute, da ist die Stimmung zum Glück ein bisschen besser. Wir sind gespannt. Vielleicht dürfen wir mit der Kamera mal kurz vorbeischauen bei dir. Bestimmt, ja. Tolle Aktion für die Wirtschaft und toll, dass es weitergeht, dass Corona jetzt uns so langsam verlässt. Es wäre uns allen zu wünschen. Danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Mhm. Und Sie, liebe Zuschauer, bleiben am besten dran. Wir haben noch einen anderen Wormser Künstler heute zu Gast, DJ Double A. Auch er war vor einem Jahr unser Gast. Und auch da wollen wir ein Resümee ziehen, wie es ihm heute geht. Also bleiben Sie dran im WMM.